So, da die Technik eben verrückt spielt, kann ich nicht live gehen. Deshalb wird jetzt diese Sendung aufgezeichnet und ich stelle sie dann so schnell wie möglich online. Im DAX verpasst man sowieso nicht viel. Der Wochenplan ging nahezu eben perfekt auf. Seit gestern wurden auch im Video eben erwähnt, man soll jetzt nicht mehr auf das Kursziel pochen, denn der DAX scheint jetzt erstmal auch ausgereizt zu sein. Um 14:30 Uhr kommen die wichtigen US-Arbeitsmarktdaten raus. Da kann es recht volatil zugehen. Diese Beiträgermarke wurde gestern, wie erwähnt, schon gelöscht dann. Also ich handle die definitiv nicht. Freitag ist für mich eher so ein bisschen komischer Tag. Da kann es sehr trendfolgend sein. Also man darf da nicht auf oder sehr oft wartet nicht eine Trendumkehr an dem Tag auf. Und nach unten gibt es hier vielleicht eine Sellmarke, die eben unter dem letzten Tief hier liegt, 9.696 etwa. Man kann die auch auf die 10 Punkte weiter unten legen, denn im Dow Jones wurde gestern ja, wie noch gewünscht, erhofft, ein neues Hoch erreicht. Allerdings auch hier kann sich die Aufwärtsbewegung noch auffächern und Richtung 17.000 bzw. 17.100 gehen. Hier sind Shortmarken, sind die letzten beiden Tiefs möglich und die Abwärtsstrecke wäre dann bis 16.5 etwa dargelegt. Zu den Setups noch, die verschwinden aber auch dann am Wochenende, nach dem Wochenende. Ich bastle immer ja so einen Desktop für die kommende Woche oder Wochen. Das Setup in Morphosis ist jetzt auch für uns aufgegangen, zwar nicht die 50 € erreicht, allerdings die erwähnten 44 wurden hier fast getroffen, minus 50 Cent bei der BMW, im Hoch jetzt die 82, 81,50. War eigentlich hier das Kursziel, verkauft wurde aber schon beim EMA 38 und bei 80,30 rum. Und die Puma-Aktie, ja, wurde auch hier an dem 1. 2. März verkauft, nachdem es hier ein neues Hoch gemacht hat, also 2. März. Da fehlt heute 3. März, 2. März, 4. März. Ich sehe hier gar keine Candle. Naja. Egal. Wurde ja verkauft. So, dann zu den Forex-Setups. Hier war die Woche ebenso ja, sehr, sehr erfolgreich. Zunächst hier das Pfund gegenüber Yen. Kursziel erreicht, knapp über dem, auch gestern eben erwähnt, maximal 162 vielleicht. Und dann sollte hier ein Tief folgen. Hier liegt man leicht im Minus, allerdings in der Korrekturzone bzw. Umkehrzone verbleibt das Währungspaar bislang. Euro gegen kanadischen Dollar, da sieht es eben besser aus. Da wurde es touchiert, liegt leicht im Gewinn und den Stopp kann man hier hochsetzen oder sollte man auch. Neues Tief wäre eher auch mit dem Verkaufssignal dann gleichzusetzen und nicht unbedingt dann mit einer Trendwende gleichzusetzen. Australische Dollar, US-Dollar kam das Kaufsignal. Der Rücksetzer, um nochmal einzusteigen, kam noch nicht. Allerdings, wie auch gestern gesprochen, Rücksetzer wird kommen. Das dürfte sicher sein. Jetzt noch zu Gold und Silber. Zu Silber bringe ich nachher noch was im Stream. Gold wurde ja nicht eingestoppt, hat jetzt sogar das Kursziel weit übersprungen. Und wie auch gestern erwähnt,
die Muster sind sehr bullisch und kann sich hier ja absolut nach oben aus auffächern. Short-Positionen sollte man nicht einnehmen. Und Silber ist heute der Outperformer. Steht hier ja, 700 Pips im Gewinn und der Stopp wanderte sowieso schon hier hoch. Und wie erwähnt, gebe ich ja nachher noch was im Stream preis. Bis dahin wünsche ich allen weiterhin gute Trades.